Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Bonya The Complete Journey. Und zwar sind wir mitten im dritten Teil, nämlich Goodbye The Bonya, nachdem wir das letzte Mal ja quasi den zweiten Teil beendet haben. Denn The Complete Journey beinhaltet ja die ersten drei Teile von The Bonya. Ja, beim letzten Mal haben wir quasi das Ende von Chaos auf The Bonya miterlebt. Ja, es sah anfangs so aus, als ob wir dann doch Goal verloren hätten, und zwar an Cletus, ja, der so großmäulig natürlich uns irgendwie überlistet hat. Wir konnten, ja, leider Gottes nicht im direkten Kampf mit ihm mithalten. Allerdings, nachdem wir dann den Turm heruntergestürzt waren zu unserem Kollegen vom Widerstand, ja, gab es eine kleine Überraschung, denn Goal hat uns, beziehungsweise ist uns gefolgt, denn ihr würde ja etwas fehlen. Leute, es ist klar, was damit gemeint ist. Nicht nur unbedingt ihre anderen beiden Teile. Ich meine, das Ganze lässt sich hier schon durchblicken. Ja, was daraus werden könnte aus Rufus und aus Goal. Aber ja, warten wir einfach mal ab. Wir sind jetzt hier mitten im dritten Teil, im Tutorial vom dritten Teil. Goodbye, The Bonya. Und wen wir hier sehen, ihr seht es an meinem Mauscursor, beziehungsweise an den netten Rädchen. Das ist Toni, unsere Ex. Ja, und die beiden hatten schon im letzten Teil, was heißt im letzten Teil? Ja, im letzten Part haben wir sie schon mal hier drauf gesehen. Ja, denn das springt ja direkt vom zweiten in den dritten, beziehungsweise damals auch schon vom ersten in den zweiten Teil. Aber wir beginnen jetzt hier im Tutorial, also viel Spaß damit, Leute. Rede mit Toni. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du! Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja noch nicht mal, ja. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß doch jeder. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Du meinst links? Nein, ich meine rechts. Da, wo das Augensymbol ist. Ach, das ist dieses rechts, von dem immer alle reden. Ich habe das auch immer einfach links genannt. Ist auch viel einfacher zu merken. Aber na gut. Dann probiere ich dein ach so tolles Rechts gleich mal an diesem Ding aus, das da auf dem Boden liegt. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald das Auge zu sehen ist. So. Überanstrenge dich nicht. Ja, natürlich, was er meint, beziehungsweise was Toni meint, das ist bei diesem Yin-Zeichen hier die rechte Maustaste. Das ist mal klar. Aber ihr merkt schon, die beiden, die sind sich absolut nicht grün. Ich meine, man kann es verstehen. Wir haben im allerersten Teil von The Bonya ja mitbekommen, dass Rufus ja ein wenig was angestellt hat, und wir haben es im Laufe der Geschichte von The Bonya ja auch immer häufiger erlebt, wie Rufus ja seinem schlechten Ruf ja gerecht wird, wobei schlechter Ruf ist ja auch wieder zu viel gesagt, denn irgendwo, ich meine, Rufus ist so weit gekommen, ja, obwohl er dann doch letzten Endes so viel angestellt hat. Aber gut, wir machen mal hier weiter. Was ist das? Das ist der Interferenzwandler. Erst war es der Kathodenstümpel. Dann der Reaktorlotkopf. Könnt ihr euch nicht mehr einigen? Oh, nenn ihn, wie du willst. In jedem Fall brauchst du ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, so dass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Oh. Ja, Linksklick und fupp. Nanu, wo ist er denn? Sagtest du nicht, dass du dich auskennst? Wenn du etwas aufsammelst, landet es in deinem Inventar. Um es zu öffnen, musst du nichts weiter tun, als am Mausrad zu drehen. Ja. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, natürlich. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Wie ich dich kenne, hast du es irgendwo mitgehen lassen. Aber ist ja auch egal. Du brauchst es für das Tutorial. Mehr musst du nicht wissen. Tutorial, Schmutorial. Ja. Und kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Ja, ganz ehrlich, Toni klingt ja extremst genervt. Und ich wäre an Rufus Stelle auch genervt. Ja. Die beiden sind sich nicht grün, ne? Das geht nie im Leben gut. Sieh her, Toni. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. So, dann setzen wir es doch einfach mal direkt ein. Und zwar genau hier rein, in die unauffällige Aussparung hier. Ja, total unauffällig. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst.
Ja, als nächstes müssen wir natürlich hier drauf drücken. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Toni. Was denn jetzt noch? Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken? Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was? Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Passe funktioniert. Ich zeig's dir. Tja, jetzt schulde ich Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert. Ja, das war es wert. Und damit geht's jetzt richtig los. Daedalic Entertainment präsentiert... Elysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Ein Spiel von Jan Müller-Michaelis. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist... Aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Yay! Wasserrutsche für alle! Das nenne ich meine gute Nachricht. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. Wie ein Müllsack oder ein Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz on hold war. Und zwar auf Deponia. Der Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Russa, Spot an für Teil 3. Ja. Goodbye, Deponia. Ihr habt's gehört, Leute. Deponia soll gesprengt werden. Nur das Problem ist, die Leutchen da oben wissen ja noch gar nicht, dass hier unten noch Bewohner sind auf diesem Planeten. Müll? Müll? Noch mehr Müll? Dichter Qualm? Moment mal, Qualm? Alarm! Was? Feuer! Guten Morgen, die Damen. Doc, der Feuerlöscher. Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät. Moment, ruhig Blut. Ich mache doch nur Frühstück. Grillhonig. Nicht schon wieder. Das Antiallergen ist im Schrank. Die Bärenfalle, Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Verdammt. Das ist neu. Kein Problem. Lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc? Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig. Da war ja noch was. Während ihr schlieft, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Rosos Kutter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation. Wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber... Na kommt schon, jetzt lasst uns erstmal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat einer angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Ja, was hat denn dann angebissen? Oh oh. Oh oh. Das beginnt ja schon mal gut. Ja, gut, okay. Wir sind in der Luft. Rufus geht angeln und irgendwas haben wir geangelt. Ja,
Ich glaube, wir sollten mal schnell reagieren. Jedoch möchte ich mir trotzdem erstmal das ein oder andere hier anschauen. Tja, das Auge ist mit. Wir sollten zusehen, sonst bleibt nichts mehr übrig. Ja, Boso. Er schläft wie ein Baby. Großes, gefährliches Piratenbaby. Ich kann ihm auch später noch alles erzählen, wenn ich den Schuldigen für diesen Schlamassel gefunden habe. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ja, aber nur geguckt. Angezündet hat ihn jemand anderes. Ja, genau. Er wirkt unaufgeräumt. Jetzt wünschte ich fast, ich hätte seine Pillen nicht an die Robbenbabys verfüttert. Hey, Doc, alles klar? Rufus, der Kutter bricht auseinander. Du musst etwas unternehmen. Und damit meine ich sicher keinen Smalltalk. Ja, ja. Und sonst so? Na. Ja, und sonst so, Leute, mir kommt halt gerade so ein bisschen so vor, als ob die Stimmen leiser geworden sind. Ich weiß nicht warum. Ich werde es dann für den nächsten Bart umstellen, also. Ihr könnt auch jederzeit auch sagen, wenn es euch zu leise ist, wenn es euch irgendwas zu laut ist, hier ist kein Thema. Wir schauen mal kurz auf das Navigationsgerät hier. Da blinken zwei Lichter auf dem Radarfeld. Ein kleines grünes in der Mitte und ein großes rotes dahinter. Das kann nur eins bedeuten. Das Konfetti ist alle. Ja, genau. Das Konfetti ist alle. So, haben wir denn hier drin noch irgendwas, was wir uns anschauen müssten? Ne, ich glaube, wir gehen erstmal hier raus. An Deck. Oha. Spätestens jetzt wird Bose wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack. Oh mein Gott, Rufus, du bist sowas von dir selbst überzeugt. Ja, kommen wir jetzt so an den Bug ran, oder was? Zum Bug, ja, offenbar. Oh, oh. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem Elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Verrat! Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt seine Augäpfel aufs Waffeleisen! Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Gohl? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln! Sammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oppenbott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Ja, Oppenbott. Herr Oppenbott, stoppen Sie das Ding. Denn ja, das hier ist der Orkan und Kreuzer. Wenn die wüssten, dass wir hier unten sind, ich glaube, da würden sie das Ding direkt anhalten und direkt mal unseren Besuch abstatten. Ja, wir stehen immer noch hier. Gibt es eine bessere Art zu sagen, den Organon verputze ich doch zum Frühstück? Nein, definitiv nicht, Rufus. Möglich, aber die hier ist schon ziemlich lässig. Ja, natürlich. Macht's da wahrscheinlich jeden Tag. Wir gehen trotzdem mal zum Heck. Ich komme! Ja, wie denn? Wie willst du denn das machen, Rufus? Wir quetschen uns mal da irgendwie nach vorne. In der Hoffnung, dass da nichts weiter passiert. Au. Okay, das war mal lässig. Das war wirklich mal lässig. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Goal! Was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Ja, wie sollen wir denn die Schrauben festdrehen? Ohne irgendwas? Das macht sich gut und vor allen Dingen, wo denn? Kranhalterung hier. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil, das Kabel loszubekommen. Hm. Ist so gut wie erledigt. Ja, einmal die Schrauben festdrehen. So. Dann die Schraube... Oh oh. Ups.
Oh oh, ich sehe schon kommen, das wird nicht gut gehen, das wird definitiv nicht gut gehen. Was sollen wir das denn jetzt hier machen? Ja Leute, ich glaube, das wird definitiv irgendwann schief gehen. Die Frage ist halt nur wann. Ja, hier können wir schon gar nichts mehr machen. Oh mein Gott. Vor allem frage ich mich, wie lange wir das Spielchen hier noch machen sollen. Ja. Wir drehen einfach mal fröhlich weiter, bis sich irgendwas tut, würde ich sagen. Schließlich wollen wir ja auch, dass es Cole gut geht, beziehungsweise, dass sie da nicht runterstürzt. Und ich glaube, nicht nur sie wird hier runterstürzen in dem Moment, sondern auch wir gleichzeitig noch mit. Und Leute, ich bin froh, dass wir uns mittlerweile, beziehungsweise dass Rufus sich mittlerweile so gut mit Cole versteht. Denn das Ganze zeigt ja schon die Entwicklung, die die beiden über die Zeit jetzt genommen haben. Ja. Oh. Kommst du voran? Ja, es gibt Fortschritte. Gewissermaßen. Ja, gewissermaßen. Oh oh. Was hast du getan? Das war ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Oh mein Gott, schaut mal, da ist ein Schräubchen. Ja. Sie ist so süß, nennen sie. Also... Wie geht's dir? Ich bin äußerst entsetzt. Ah ja. Sie ist so süß, wenn sie äußerst entsetzt ist. Ja, so kann man es auch sagen. Wir halten sie mal fest. Oh. Nanu, wen haben wir denn da? Na, Rufus natürlich. Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ja. Ja, wie überhaupt, finde ich ja auch so richtig schön. Wir haben einen Fan hier. Ja. Was machen wir denn eigentlich? Kein Plan. Ich schlag was vor. Der war gut. Ich meine, du bist Rufus. Du hast immer einen Plan. Ach ja, wo du recht hast, hast du recht. Ja, welchen Plan nehmen wir denn am besten? Ja, ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Wir versuchen's. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja. Vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. Eins, zwei. Ah, ich bin blind. Ah! Und? Wow, du hast es wirklich geschafft. Ja. So bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Mach doch das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Ich? Ach so. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Ja, was für eine Ehre. Alles klar. Du bist also mein Fan. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die. Alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow! Du bist wirklich der Größte!
Ja, ist schon klar. Die arme Goal. Das wird er gegeben. Definitiv. Die Frage ist nur, in welcher Hinsicht. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na, aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Blitzes herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Blitzes angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Dalef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar, du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Klinkes gerettet. Genau so war's. Genau so und nicht anders. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Ja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Ja, dann schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Ich muss sie schleunigst darunter bekommen. So kann ich ihre Unterwäsche ja kaum sehen. Ja, natürlich. Goal! Ich rette dich! Was sagst du? Achtung! Mach doch, edler Retter! Man versteht kein Wort. Das ist aber auch verdammt laut hier drin, ne? Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Gut, dann benutzen wir diese einfach. Goal! Ich schieße dich frei! Nein! Alles nur das nicht! Ja! Ich bin ein Kanonier-Ass! Ah! Mist! Die Kanone hat einen Linksdrall. Ja, ist klar. Na toll! Jetzt ist die Munition alle. Das hat mal gar nicht funktioniert. Was haben wir hier? Großen roten Knopf. Und ein Hebelchen. Ist das vielleicht ein Notstopp, Leute? Sollen wir den einfach mal ziehen? Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzes gefunden. Genau! Die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Ja, was machen wir denn? Abbremsen. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action. Ein super extremes Rufus-Manöver. Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Kommt jetzt die extreme... Die was? Na, die Action. Ein super extremes... Ja, ja, ein super extremes Manöver. Der will wahrscheinlich sehen, dass wir hier Vollgas gehen. Beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Genau. Jo. Ja, toll. Jetzt ist die Munition alle. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich tatsächlich das... Hui, versprühen aber die Punkte. ja... Okay, Leute, ich glaube, das Ding, das haben wir fast zum Anhalten gebracht. Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Ha! Keine Propaganda! Darauf verwette ich meine Stiefel. Nein. Okay, alles klar, das Ding dreht sich aber immer noch. Das ist schon die maximale Geschwindigkeit. Der Organon, wie er leibt und die Spaß bremsen. Ja, was haben wir denn hier noch übrigens? Eine Feueraxt. Die nehmen wir mit. Wir nehmen auch den Schlauch hier mal mit.
Oh, okay. Den können wir irgendwo dran festmachen. Ich weiß aber noch gar nicht wo. Vielleicht hier mit der Kanone verwenden und dann da hochschießen. Ja, das ist doch meine Idee. Ja, und nun? Ich nenne es das Schlaufodrom. Eine Fahrt, 10 Slotti, zuzüglich 2 Slotti Zimperli zuschlagen. Nur ich fahre umsonst. Genau, nur ich fahre umsonst. Ich rette dich! Achtung! Was sagst du? Achtung! Machst du? Überwette? Man versteht kein Wort. So, das Ding haben wir erst einmal. Oh, da muss klar. Wer dokumentiert jetzt meine selbstlosen Heldentaten? Ich, aufwachen, du verpennst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit. Verdammt. Okay, das ist ein bisschen schade. So, wir haben auf jeden Fall die Axt. Die Frage ist nur... Ja. Sollen wir denn mit der Axt jetzt hier irgendwas machen? Ich habe Gold versprochen, sie nie wieder mit Äxten zu bemerken. Ja, das ist natürlich ja, schlecht. Toll. Das bleibt wohl nur noch eins, nochmal zu versuchen hier. Das ist schon die Maximalgeschwindigkeit. Der Organon, die er live von dir. Spaß bremsen. Okay, das funktioniert nicht. Wenn wir jetzt den Schlauch jetzt durchtrennen, haben wir dann vielleicht einen gewünschten Effekt. Nicht bevor ich es beim Patentamt angemeldet habe. Okay. Nicht bevor ich es... Was? Wie ein Teufelskreis! So kann man das natürlich auch machen. Ich würde mal sagen, das Ganze hat überhaupt nicht so funktioniert, wie wir das vorhatten. Ja, das Schloch. Was haben wir denn? Zack, einmal eine Feueraxt. Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen? Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Ja. Das war mal ein netter Einstieg in Goodbye Debonia. Da kommen wir angelaufen auf der Trasse. Ja, ich finde schon richtig nett, was wir da getan haben, was Rufus da getan hat. Yeah! Ja. Boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal, Rufus, wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Wodurch hör dich nicht. Zum Strand. Was? Ey! Jo, ey. Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Oh mein Gott. Aber Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja, aber sauer? Nein. Naja, das ist ja mal eine Aussage. Das war schon irgendwie lässig. Das ist mal eine Aussage, Leute. Und ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht. Zack. Leider muss ich an dieser Stelle tatsächlich einen Cut setzen. Ja, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen, dieser nette Einstieg. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Ja, und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Debonia The Complete Journey. Bis dann, Leute. Ciao.